Moin, moin und ganz, ganz liebe Grüße von mir. Ja, man sieht es im Bilde schon, die Jahresendrallye, sie läuft, nicht mehr viel Wasser, was runterläuft und dann haben wir 2020. Und ja, ich habe mir gestern, das heißt am 20.12., das so gedacht, dass ich nochmal mit Fahrrad unterwegs bin. Man sieht das hier. Natürlich am Mittellandkanal, an meinem Revier, hätte ich bald gesagt. Und ja, hat auf jeden Fall nochmal wieder richtig, richtig Spaß gemacht, obwohl ich mit dem Wetter nicht wirklich Glück hatte. Also am frühen Morgen, wo ich mit meiner kleinen Lütten und der Katinka, unserer Katze, ausgegangen bin, da war noch total klasse, da war noch Sonnenschein und ja, am Laufe des Tages ist es dann immer schlechter geworden. Und auf der Fahrradtour hatte ich dann ja größtenteils Nieselregen, aber Mittellandkanal. Ich kann mich immer wieder aufs Neue für den Mittellandkanal begeistern, obwohl ich da direkt wohne. Also die Schiffe finde ich total toll und auch die Natur. Die meiste Zeit ist es ja wirklich so, dass es am Wald entlang geht. Also was ich da schon wirklich an Rehen, auch ein Wildschwein habe ich mal gesehen, ich habe Füchse da gesehen, also ganz, ganz, ganz klasse. Ja, wer jetzt denkt, dass ich so schnell Radfahren kann, den muss ich leider enttäuschen. Ich habe nur gedacht, ja, wer will Regenwetter sehen? Niemand. Und vor dem Hintergrund habe ich so ab und zu das Video mal so ein bisschen schneller laufen. Man sieht es hier aber in Zeitlupe, nein, es ist tatsächlich Originalgeschwindigkeit, weil man so tief zum Teil mit den Reifen wirklich im Schmodder eingesackt ist. Es war, ja, ich bin, wie viele Kilometer bin ich gefahren? Also ganz grob bin ich die Strecke von Rußbend bis nach Sachsenhagen gefahren. In Sachsenhagen habe ich dann noch einen kleinen Abstecher gemacht. Ich wollte, das war so mein Ziel, das Steinhuder Meer, der Strand von Steinhude. Nein, also ich wollte tatsächlich an Steinhuder Meer, aber dann wurde der Regen immer mehr und ich weiß gar nicht, ich glaube, eine ganz kleine Sequenz habe ich davon hier im Video drin. Klar, der Actioncam macht das nix aus, wenn es regnet. Aber wer will schon so etwas sehen und die ganzen Regentropfen sitzen ja trotzdem auf dem Objektiv. Ja, jetzt sind wir mal bei Raiffeisen in Niedernwöhren. Genau, da fahren wir mal kurz übers Gelände rüber. Vielleicht in dem Zusammenhang, also in der Eingangssequenz habt ihr ja mein Rad gesehen. Und mein Rad steht ja oder stand an so einem Zaun und ich wollte noch mal was zu diesen Zäunen sagen, weil viele sagen, was soll das da mit den Zäunen am Mittellandkanal? Also diese Zäune sind tatsächlich relativ häufig, ich denke mal so alle 5 Kilometer und die haben aber einen wirklichen Sinn und das sind Wildschutzzäune. Also hier, man sieht das gleich, ist zum Beispiel rechts jetzt eine Spundwand. Und wenn man sich nun vorstellt, die Rehe, aber auch die Wildschweine, die schwimmen tatsächlich über den Canale Grande rüber. Und schwimmen sie rüber. Und wenn dann auf der anderen Seite eine Spundwand ist, die kommen nicht hoch, die kriegen Panik, die ertrinken jämmerlich. Und vor dem Hintergrund auch meine Bitte, wirklich immer die Zäune wieder dicht machen. Das ist wirklich bewusst, dass das Wild in diesem Bereichchen, muss man ja sagen, in diesen Bereichen nicht an den Mittellandkanal soll, eben weil sonst die Gefahr besteht, dass die darüber schwimmen, dass die an der Seite schwimmen, wo eine Spundwand ist und eben dann ertrinken. Also ich bin ja auch einer, der dann größeren Gesellschaften, die die Tür, nein, die den Zaun aufgelassen haben, das schon mal sagt und den Zaun wieder dicht schließt. Ja, das nur so
als kleine Erklärung. Also viele, auch jetzt, ich hätte bald gesagt Einheimische, wissen das tatsächlich nicht, wofür diese Zäune am Mittellandkanal da sind. So, nun sieht man hier nochmal wieder so einen Binnenschiffer. Ich weiß, die meisten sagen, ah, die Schiffe sehen ja hässlich aus und dü. Ich muss ja sagen, ich wohne am Mittellandkanal und ich habe ein Herz für den Mittellandkanal und ich kann auch immer und werde das wahrscheinlich immer auch können, den Schiffen hinterher schauen. Ich finde die total klasse und ja, muss wirklich sagen, in mir schlägt das Herz eines Binnenschiffers. Also finde ich richtig, richtig toll und nice. Also mega, mega klasse. Auch von der Landschaft her muss ich sagen, klar, es ist jetzt Winter, es war nicht das beste Wetter, aber der Mittellandkanal, der bietet wirklich landschaftlich ganz, ganz viel. Also es ist echt ein tolles Naherholungsgebiet und wie gesagt, die meiste Zeit geht es am Wald entlang, aber ja, es ist insgesamt echt eine tolle Natur, durch die der Mittellandkanal durchführt. Und das lohnt sich wirklich mal, da mit Rad unterwegs zu sein und sich das Ganze anzugucken. Hier übrigens, ja, heute lag hier nur ein Schiff, aber man sieht das ja, es ist eine mega lange Anlegestelle da. Und wenn man so an den ganzen Schiffen vorbeifährt, das hat auch richtig was. Ja, und was wir jetzt im Bild sehen, das hat leider nichts. Wie gesagt, dieser ganze Matsch, also ich sah nachher auch wie das Rad aus, also heftig, heftig und was soll man sagen, also ich denke jetzt einfach mal mehr als, ja, wenn überhaupt, 50 Kilometer bin ich gefahren, aber ich war echt kaputtig, weil die ganze Zeit in den Schlamm herumzufahren, das strengt wirklich an. So, und nun fahre ich mal Richtung Polhagen rein. Polhagen, sowieso schön. Ich zeige aber nur Eingang, ich zeige nur die schöne Kirche von Polhagen, wobei wirklich die Bäume, man sieht das hier im Bild vielleicht ein bisschen, die sind so seltsam zurechtgeschnitten und wenn die blühen, das sieht wirklich ganz, ganz, ganz klasse aus. Übrigens, an dieser Kirche vorbei führt ein Pilgerwanderweg. Also ich habe mich da einmal mit einer ganzen Gruppe von Pilgerern unterhalten und einmal mit so einer Wandergruppe. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch ins Bild reinkommt. Nee, leider nicht. Aber wie gesagt, da geht ein Wanderweg. Ich meine, Lokum noch was dran vorbei und ist auch wirklich landschaftlich sehr, sehr nice, sehr, sehr toll. Ja, hier übrigens mal so ein kleines Überlaufwehr, finde ich, hat auch immer was. Gibt es am, ja, an der Strecke so einige, mehrere. Ganz schön. Und da hat man aber auch wieder jetzt den Vorteil, im Sommer sieht man das gar nicht so. Und im Winter blickt man jetzt so in die Landschaft rein. Also hier sieht man zum Beispiel auch links wirklich die ganzen Wiesen, alles unter Wasser. Hat tierisch viel geregnet die letzten Wochen im Weserbergland. Wobei hier muss ich ja immer sagen, meine Heimat Weserflachland. Und entsprechend matschig und nass ist eben alles. Ja, nun bin ich schon relativ weit. Jetzt geht es schon wieder auf Reifeisen. Also auf die Heimat zu. Knapp 4-5 Kilometer sind es noch. Ich glaube, ich habe noch einen Binnenschiffer mitgefilmt und ansonsten kommt auch so gut wie gar nichts mehr. Ich hoffe, auch wenn das jetzt mal ein Wintervideo war und eine Radtour ohne Sonnenschein, dass euch das gefallen hat. Es kommt noch wirklich eine ganz, ganz, ganz mega tolle Wanderung. Also es kommt noch ein tolles, mega tolles
Wandervideo von mir. Ich weiß nicht, je nachdem, wann ich mit Schneiden fertig bin. Ich denke mal Weihnachten auf jeden Fall. Und ja, was bleibt mir sonst noch zu sagen? Also, Top-Wandervideo kommt noch. Und ansonsten, genießt die freie Zeit jetzt. Rausgehen auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste, auch wenn das Wetter manchmal... Hier übrigens, so sah es morgens aus, als ich mit meiner Katze und meinem Hund unterwegs war. Also da sah es noch mega, mega klasse aus. Und das passt jetzt. Gönnt euch was. Gönnt euch was jetzt in der Weihnachtszeit. Und ja, Abschluss macht meine Liebste. Wandervideo kommt. Weihnachtsgrüße gehen raus. Und ich sag, ja, liebe, liebe Grüße. Und wie gesagt, das Beste der Wandervideos kommt noch. Jetzt noch ein Schlusswort von Katinka. Und dann sag ich mal, ciao, bis zum nächsten Video.